Guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen schönen Runde Guts and Glory. Ja, wir hatten ja kurz Pause, ein bisschen Luft geholt, während die Musik hier voll einbollert und einfach einspielt und wir direkt im Game wieder drin sind. Es gibt wieder jede Menge neue Currykarten und ich muss sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr immer noch einfach weiterbaut und immer weiter raushaut. Das ist sehr, sehr nett. Und man muss ja auch dazu sagen, das verlängert das Let's Play, weil wir halt neue Maps zum Spielen haben und das ist wunderschön, das freut mich jedes Mal und ich finde es sehr geil, dass wir da mittlerweile so eine coole Community haben und ihr seid einfach echt geil, dankeschön. So, was spielen wir denn heute? Ich habe nämlich mal in den Kommentaren nachgeschaut und da wurde geschrieben, wir haben ja beim letzten Mal, glaube ich, irgendwann Currys Ausflug mit den Youngs 2 gespielt und Teil 1 anscheinend noch nicht. Ich hatte gedacht, wir hätten Teil 1 schon gespielt, aber das ist halt von Nusstafel Currys Ausflug mit den Youngs. Wir hatten, glaube ich, schon mal einen Ausflug mit den Youngs. Nur das gehörte nicht dazu und deswegen habe ich mich leider ein bisschen vertan. Ein großer Spaß für die ganze Familie. Im Naturpark reine Freude. Bitte schnallen Sie sich gut an und vergessen Sie Ihre Airbags nicht. Sie werden sie noch brauchen. Lächelt Smiley. PS, es ist machbar, alles getestet. Von Nusstafel. Der Nusstafel, der haut hier die Karten raus, das ist einfach der Wahnsinn, ne? Und wir wissen ja vom Nusstafel, dass der immer Musik reinmacht. Der macht immer Musik rein, deswegen, ja, deswegen könnte es ganz lustig werden, ne? Wir gucken einfach mal. So, ich hoffe, ihr habt Bock. Ich habe auf jeden Fall Bock. Und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt an. Natürlich mit den Youngs. Und mit der Pan. Die hat natürlich auch wieder alles dabei, was sie braucht. Heute mal im Wikingerhelm unterwegs. Warum auch nicht? So, hier ist noch nicht gefährlich, oder? Da steht vorne der Erik erstmal an der Straßensperre. Ich höre eine Kanone und da oben sehe ich an dem Berg irgendwelche Röhren, wo wir wahrscheinlich auch irgendwann rauffahren werden. Schön! Ja, das war ja ein kurzer Spaß. Hä? Mine direkt hier vor oder was? Also das Hütchen ist eine Mine. Hinter dem Hütchen. Du Schlingel, du. Du kleiner Schlingel, du. So, okay. Entschuldigung, da wollte ja einmal einer unser Auto reparieren, aber irgendwie... Okay, wir müssen aufpassen mit der Kanone, weil die Kanonen sind echt schlimm. Oh mein Gott. Nein! Was ist denn hier schon wieder los? Stopp! Okay, alles gut. Und die Musik ist wieder dabei. Ja, und Nusstafel ist einfach der King, Mann. Der weiß einfach, wie das geht. Youngs Ausflug, das wird ein Spaß. Youngs Ausflug, wir geben Gas, wir fliegen rum, wir springen rum, wir machen Scheiße. Alles im Lot, wir leben noch. Pan ist zum Glück angeschnallt. Siehst du, das ist der Unterschied zwischen der Mutter und Pan. Die Pan schnallt sich an, die Mama nicht. Obwohl sie das der Pan immer beigebracht hat. Das ist mal eine Ironie des Schicksals, ne? Alter! Wie soll das gehen? Wie soll das gehen, Mann? Man muss doch mal stoppen irgendwie. So, hallo? Okay, alles gut. Hilfe! Das ist alles in Ordnung. Alles... Nein, das scheiß Auto! Okay, ganz ruhig. Hui! Stopp! Stopp! Alles gut! Alles im Lot! Das muss alles so! Und zack! Erstmal eben neu spawnen, damit wir wieder richtig stehen. Und ob wir richtig stehen, sehen wir, wenn das Licht angeht! Pan! Hä? Kevin, das war die falsche Taste. Du hast die falsche Taste gedrückt, du Vollidiot. Ich darf das, ich bin Kevin! Nein. Spaß. So, nochmal. Nice! Zeitlupe! Tschüss! Oh, wir haben die Mama wieder aufgefangen. Schön. Oh, Bällchen. Hilfe. Nein! Weiter geht's. Also dieser Ausflug ist bisher jetzt schon... Der geht jetzt schon in die Geschichte der Youngs ein. Das muss man einfach sagen. Ist einfach... Da scheißt der Vater drauf. Der scheißt da drauf. Jawoll! Unser Auto ist... Ist versichert. Wie wir auf einmal dann im Auto so drin verschmolzen sind. Das ist auch so geil immer, ne?
So, also einmal neuer Anlauf, dann volle Pulle. Haltet euch fest, Kinder. Oder Kind. Es ist ja nur eins da, Pan. Und dann. Was? Hä? Wie haben wir das denn geschafft jetzt? Plutz! Hä, warte mal, wo sind wir jetzt dran gestorben? Durch einen Pfeil oder durch eine Bombe? Ich glaube, die Bombe war es, ne? Ich glaube, die Bombe war es. An dem Steindildo vorbei und dann ab über den Hügel, Mann. Das ist der wunderschönste Freizeitpark, den wir je gesehen haben. Mann, diese Scheißbombe! Ich liebe sie. Ich liebe diese Bombe. Hallo? Können wir bitte da hochfahren? Alles klar, links am Steindildo. Zack. Hätten wir auch geschafft. Müssen wir nur noch die Bombe überleben, Alter. Bitte. Woo! Ja. Bombe überlebt, würde ich mal sagen. Das ist gar nicht mal so einfach. Also die Map sieht sehr offen aus und sehr, sehr wenig bestückt, sage ich mal. Aber... Jawohl. Das war perfekt gelandet. Und genau so muss das gehen. Volle Pulle voraus. Nein. Nein, du fährst jetzt... der Vater, das kennt der Vater. Das kennen wir vom Vater. Der macht das öfters mal. Das ist so eine Art Yoga-Programm von ihm. Guck mal, wie er auch immer sein Bein raushängen hat. Und jetzt wird's schön. Einmal driften. Woo! Jawohl. Papa Pan, der kann das. Oh mein Gott. Wir leben noch. Falsche Richtung. Warte mal. Nein. Nicht in den Hammer. Nicht in den Hammer. Oh. Okay, der Hammer hat uns nicht wehgetan. Alles gut. Alles gut. Einfach rein. Und dann volle Pulle voraus. Okay, der Laser müssen wir ein bisschen gucken. Oh mein Gott. 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 Oh, wir sind tot. Ah, ja. Gut zu wissen, dass wir tot sind. Danke, Spiel. Ich hatte gesagt, das bringt ein bisschen der Wikingerhelm was, damit man das besser sieht, aber ja. Eher nein. Okay. Pan, nichts passiert. Das muss so. Nein! Roll in den Checkpoint! Oh Gott, zum Glück. Alter Schwede. Wir sind im Checkpoint drin. Weg da. Hä, willst du mich verarschen? Lusttafel, hör mal. Ja, geil! Ab zu den Wikingern! Woohoo! Auch wieder ein sehr schöner Ausflug, muss man sagen. Nusstafel, du hast da ordentlich Arbeit geleistet, muss man sagen. Das ist sehr gut, was du so baust, ne? Also, macht Spaß. Gerne weiter so, mein Lieber. Gerne, gerne weiter so. So, was haben wir denn noch Schönes? Heute machen wir wieder Curry Maps. Nächste Folge dann mal wieder andere Maps. Zum Beispiel hier Glory Mountains mäßig, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an, liebe Freunde. Und, ja, das lösche ich mal. Ne? Danke dir, Nusstafel. War sehr nett. War sehr schön, was du da gebaut hast. Was haben wir denn noch? Herr Currywurst in Klammern, sorry. Herr Curry, ich bin der Ersteller des Rage-Levels und habe dir eine neue Map gebaut. An alle, die sich aufgeregt haben, zu Recht. Tut mir leid, ich habe nicht gedacht, dass man mit so einem Level so eine Scheiße auslösen kann. Bist der Beste. PS, hab dieses. Aber haben wir, glaube ich, noch nicht gespielt, oder? Ich glaube, das war das Level, wo man gar nicht ins Ziel konnte, oder? Wenn du jetzt dachtest, ich wäre da jetzt sauer gewesen, das ist natürlich nur Spaß, ne, mein Lieber. Das ist nicht ernst. Du bist so scheiße. Nee, wir gucken mal. Wir lassen uns mal überraschen. Mit Zoe können wir, mit Pan können wir mal ein bisschen loslegen hier. Mit dem Wikingerhelm, warum nicht? Müssen wir vielleicht nur erstmal hier lang. Ui. So. Alles klar. Was auch immer hier passiert, ist alles... Ernsthaft? 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 Vor dem Checkpoint? Pan, willst du mich verarschen? Ich bin die Pan! Okay, das geht aber. Oh nein, da sind Minen. Und Sägeblätter. Lustig. Nein, was machst du denn, du Vollidiot? Mann, Kevin! Alter, der kann doch nicht, ich kann doch nicht einfach da reinfahren. Hä? Was? War das jetzt ein giftiger Berg oder wie? Oder was hat der... Ekelt die Pan die Natur an oder wie? Oder was? Oder was jetzt da los? Also manchmal, ne, frage ich mich, was hier überhaupt passiert. So, wir warten mal eben, ne? Gleich macht er mich Rums.
und Bums. Und da wollen wir ja nicht dran drinstehen, ne? Hallo? Können die mir mal bitte draufgehen? Wie? Danke. So, Sägeblätter. Rein! Oh, lecko mio, ey. Pan, ich glaube, wir sind falsch gefahren. Oh mein Gott. Pan? Wenn du, das macht die immer so, wenn du mit der Pan sprechen willst, ne? Das ist so ekel. Das ist so scheiße, ey. Wow, Minen. Hilfe! Und jetzt? Oh mein Gott. Alter, bis jetzt ist es echt geil. Also ich muss sagen, du hast dich eindeutig verbessert. Oh oh. Checkpoint. Oh, wir haben es geschafft. Cool. Geil, Mann. Okay, Checkpoint haben wir geschafft. Ach du Scheiße. Was ist denn das für ein Riesenmixer? Pan, komm. Einfach drehen. Nee, mehr fahren. Wow. Ja, komm rein. Nein. Lol. Moped. Tschüss. Wie das Moped einfach weiterfliegt. Mega nice. Oh Gott. Warum stehen die auf dem Schornstein drauf? Was machen die da? Was hast du... Warum? Da möchte ich gerne mal den Grund in den Kommentaren sehen. Das wäre sehr nett, warum du die auf den Schornstein gestellt hast. Das würde mich echt interessieren. Also ohne Witz jetzt. Oh, oh. Okay, blaue Bälle, die kennen wir ja schon. Hefe, Sägeblätter. Oh, wir driften mal ganz profihaft um die Ecke. Das ist ja überhaupt kein Problem. Die Pan hat nämlich Hörner auf dem Kopf. Die kann das. Pan mit Hörnern ist immer... Ist nichts Neues. Hallo? Weg, weg, blauer... Nein! Hey, blaue Bälle. Hey. Och, Mann. Aber wir haben es ja fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Oh, oh, okay. Alles gut. Muss so. Das muss... Nein, Mine. Wow! Danke dir. Coole Map. Also, ist auf jeden Fall besser als die erste. Ich muss sagen, sie war noch ein bisschen zu einfach. Also, wenn du vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen was Anstrengenderes machen könntest. Und, also, wenn du Bock hast, natürlich, ne? Aber ansonsten, danke dir. Diesmal haben wir es sogar geschafft zu finishen. Danke, dass du uns das ermöglicht hast. Das ist echt nett. Und, ja. Vielen Dank für deine gebaute Map. Und keine Sorge, das war alles nur Spaß, ne? Mach dir da keine Gedanken, mein Freund. Alles im Lot, alles in Ordnung. Und heute schauen wir nochmal beim, was ist das denn? Mountain Turn. Schaffst du es um den Berg des Leides? Viele Grüße an Curry. Ja, viele Grüße unbekannterweise zurück. Ich bin gespannt, warum waren wir gerade so... Ah ne, das war der Stab. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Ich dachte gerade, Pan hätte langer Stab. Nee, klingt alles falsch, wenn ich das sagen will. Wir sind heute mal wieder mit dem Fahrrad unterwegs und hier ist das Ziel. Oh mein Gott. Ich will nicht so eine ekelhafte Map haben, bitte. Oh nein, keine blauen Bälle. Bitte keine blauen Bälle. Ich hasse blaue Bälle. Checkpoint. Checkpoint. Ja, ab in den Looping. Warum sind die immer grüne Bälle? Oh, tschüss. Tschüss. Oh mein Gott, was? Was? Hä? Oh, schöne Pose auf jeden Fall. Wir werden gerade von einer Bombe... Ich sag nix. Können wir den Ball da reinschieben? Das wäre voll cool. Ah, warte, ich weiß, was wir machen müssen. Gute Idee. Ah, wir sind leider gestorben. Schade. Komm mit den Hörnern. Gute Idee, aber mal das so zu benutzen. Okay. Glas ist kaputt. Aber coole Idee. Auf jeden Fall muss man sagen. Was ist das denn? Voll das UFO. Voll der Football. Wir sind zu weit geflogen. Wir sind leider ein bisschen zu weit geflogen. Warte mal. Das kriegen wir hin. Kevin, hallo. Hä? Kannst du jetzt mal aufstehen, bitte? Was macht der da? Danke. Danke, Kevin. Das ist echt nett, dass du auch mal aufstehst. Freut mich. So, jetzt ganz langsam. Ganz langsam und gechillt. Nein! Ganz schnell! Ganz schnell! Ganz schnell! Ah!
Vielleicht können wir in den Checkpoint rein. Nee. Eher nicht so. Also die Bombe hat es jetzt ein bisschen versaut. Die hat es jetzt ein bisschen kaputt gemacht, ne? So, einmal zack. Tschüss. Tschüssikowski. Und... Alles klar. Nein, 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 nein. Diese Bomben sind doch scheiße! Mann, ey! Da willst du mal einen schönen Bergausflug machen hier, weißt du? Und kriegst nur Stress. Nur Stress! Rast dich aus, ne? Rast dich aus. Rast dich aus, Leute. Nee, du brauchst dich, du verzieh dich. Oh, ja, war ja nur Kevin. Ist ja egal. Alles in Ordnung. Ciao. So, können wir jetzt... Wir waren zu schnell. Wir waren immer noch zu schnell. So, jetzt ein bisschen mal gucken, dass wir ganz schnell da durchkriegen. Nein! Alter! Nein, ey, dieser kleine Bombenball, Mann. Ich hasse ihn. Tschüss, Kevin. Alter, wie der einfach explodiert. Also nicht, dass ich das lustig fände oder so. Das ist nicht lustig. Ja. Nee. Oh, Alter. Ich wollte gerade sagen, geh in diesen scheiß Checkpoint rein, sonst raste ich aus. Okay. Alles klar. Warum nicht? Ne? Also warum sollte man nicht mal ein bisschen Wumms in sein Leben reinbringen? Auch mal hier an den Sägen vorbei. Wow, 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 wow. Aua. Uns können diese Sägen gar nichts bieten. Ach du Scheiße. Das war ja jetzt ein Rumsibautz. Alles cool, alles cool. Wow. Oh. Ja, der Baseballschlager, Schläger. Baseballschlager. Wer kennt ihn nicht? Der gute alte Baseballschlager. Oh, Mine. Der gute alte Baseballschlager, ey, geil. Boah, nein! Nein, der Hammer, als ob... So, Baseballschläger ist ja schon nicht, noch nicht genug, ne? Muss noch ein Hammer dazu, ja klar. Natürlich. Wir wollen richtig auf die Kacke hauen. Und jetzt aktiviert sich das Turbo nicht mal. Nee, da muss ich mal ein bisschen protestieren. So geht das nicht. Also so geht das nicht weiter hier, Freunde, ne? Ja, eine Mine. Was? Als ob der einfach mit einem Pfeil in meinen Kopf reinschießt. Wer hat den Helm auf, Mann? Bam! Ihr könnt mich mal. Also nicht ihr, ne? Sondern die Karte hier. Ciao! Ich muss noch was machen. Oh, eine Mine. Ich muss noch was erledigen. Ach, guck mal an, wie schön. Komm, wir nehmen den Ball mit. Okay, wir dürfen den Ball nicht mitnehmen. Ich glaube, wir dürfen keine Accessoires mitnehmen, keine Souvenirs. Schade. Oh, Alter! Tschüss! Wann? So eine Scheißkugel, ne? So eine Scheißkugel. Alter, was ist mit dem Hammer los? So eine Scheißkugel. Okay, Kevin, komm, wir machen ein bisschen schneller. Ja. Super. Wir sollten vielleicht hinter diesen Strippen wieder langfahren, damit wir nicht getroffen werden können. So, einmal hier, zack. Ciao! Was für ein schöner Ausflug. Whee! Ja, genau, du sagst es. Kevin geht's auch gut. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's weiter. Mit einer wunderschönen neuen Folge von Guts & Glory. Da habe ich mich eben verschluckt. Beim nächsten Mal schauen wir uns mal wieder keine Currys Map an. Aber vielen Dank für die Maps, die wir heute gespielt haben, die wir spielen durften. Sehr coole Maps dabei gewesen. Und ja, beim nächsten Mal schauen wir uns dann mal die Glory Mountains an. Wird bestimmt ganz nett. Schönen Tag noch und Tschüssikowski. Ciao.
shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is